Die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung werden im kommenden Jahr deutlich ansteigen. Die durchschnittliche Prämienerhöhung beträgt 11,8%. Es ist tatsächlich so, dass durch die grossen Staatsbeiträge, die man in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat, für das System der obligatorischen Krankenpflege, die Leute durch niedrige Prämien verwöhnt worden sind. In den letzten 3 Jahren sind die Gesundheitskosten im Durchschnitt um 5,3% pro Jahr gestiegen. Der Staatsbeitrag ist bis 2010 kontinuierlich gestiegen. Nachher ist er langsam gesunken und jetzt erst aufs Jahr 2014 hast du wirklich eine kräftige Reduktion da. Der Landtag hat eine Reduktion von 10 Millionen beschlossen. Das wirkt sich natürlich stark auf Prämien aus. Für 2015 muss man wieder mit einer Reduktion von ungefähr 10 Millionen rechnen. Wir haben eine grosse Prämienerhöhung im 2014, eine deutliche Prämienerhöhung im 2014. Von rund 31 Franken. Davon sind 28 Franken aufgrund von der Reduktion des Staatsbeitrags zurückzuführen. 3 Franken aufgrund von der mehr Leistungen, die wir gezahlt haben im Versicherungswesen und im Krankenkassenwesen. Das darum so wenig, weil wir auch Reserven gebraucht haben, um die ganze Prämienerhöhung sozial verträglich zu gestalten. Für die Einzelfamilie wird es auch eine Prämienerhöhung geben. Die wird aber deshalb günstiger ausfallen für eine erwerbstätige Familie, wie ich aufgezeigt habe, weil natürlich auch der Arbeitgeberbeitrag an die Krankenkasse natürlich auch dementsprechend angehoben wird. Im Vergleich zur Schweiz sind wir immer noch signifikant besser gestellt, weil nach wie vor über 40 Millionen Franken Staatsbeitrag in die obligatorische Krankenversicherung eingezahlt werden. Und deshalb sind wir noch von der Prämiehöhe pro OKP-Versicherten rund 100 Franken pro Monat günstiger als im Vergleich zum Durchschnitt der Schweiz. Die Prämienerhöhungen, die sich logischerweise ergeben, dadurch, dass der Staat nichts mehr zahlt, müssen auf ihre Art und Weise kompensiert werden. Sie werden jetzt für das nächste Jahr durch Prämienerhöhungen kompensiert und für das Jahr danach hoffen wir, dass wir durch flankierende Massnahmen da möglichst viel wegnehmen können. Dass wir den Druck von der Prämie wegnehmen können, so gut es geht. Aber man muss realistisch sein, so schnell wird nicht ein riesiges Ausmaß klingen. Wir sind in einer übersubventionierten Situation und wir müssen in eine Normalität zurückfinden.